Die Mods sind da. Ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Es sind dies heute 27 Updates und 25 neue Mods. Eine ganze Menge. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei allen bedanken, die sich das Abo abgeholt haben und somit keine der Inhalte verpassen. Wir haben gerade die Marke von 600 Abonnenten überschritten. Ganz, ganz herzlichen Dank an jeden einzelnen von euch. Wir legen los mit den Updates, wie immer. Und zwar starten wir gleich mit der Landbäckerei. Kommt von LSMT Modding Team Stefan. Downloadgröße 3,19 MB in der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Texturfehler behoben. Das nächste Update kommt für den Brennholzverarbeiter und Verkaufsstelle, kommt von Kenny456, Downloadgröße 27,27 MB, jetzt in der Version 1.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog hier sagt, platzierbare Verkaufsstelle für Brennholz hinzugefügt. Das nächste Update kommt für das Kettensägental, also die Karte, von FSG Modding und FSG Davar. Downloadgröße 70,73 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Zuerst vorausgeschickt, es ist also ein neuer Spielstand erforderlich. Verkaufspunkt zum Tierhändler hinzugefügt. Sammelbenachrichtigung für Kettensägen aktualisiert, um mehr Informationen anzuzeigen. Nur in Englisch. Alle Sammlerstücke wurden aktualisiert, um den Spieler zu sagen, dass sie im Fahrzeuggeschäft statt im Spielzeuggeschäft nachzusehen sollen. Schwebender Bau am Feuerwehrhaus behoben, Bauernmarkt aktualisiert, um mehr Produkte zu akzeptieren. Lästige Bäume vom Feld 14 entfernt. Danach kommt eine Riesenlawine an Updates für Mods, die von Giants selbst kommen. Und zwar fangen wir gleich mal an mit dem Strautmann SEK 802. Downloadgröße 6,23 MB, jetzt in der Version 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen natürlich. Der Changelog hier sagt, kleinere i3D-Anpassungen, Entladeeffekt angepasst. Das nächste ist für den Campe SB230-1070, natürlich auch von Giants. Downloadgröße 4,85 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist ebenfalls für alle Plattformen. Der Changelog hier sagt, Schlauch- und Kabelverbindungen hinzugefügt, Materialien angepasst. Der nächste ist der Fortuna FTM200, Downloadgröße 12,37 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Entladen angepasst. Der Krone ZX560GD kommt ebenfalls von Giant Software, Downloadgröße 23,17 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Bonsilage-Kombination hinzugefügt, Umgebungsverdeckung angepasst. Der Quernerland 2500S kommt natürlich auch von Giants, Downloadgröße 9,64 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, kleinere Node-Adjustments oder Korrekturen wurden durchgeführt. Dann kommt der Wederstadt Spirit R300S, Downloadgröße 17,75 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, kleinere i3D-Anpassungen. Das Class Disco Pack kommt mit einer Downloadgröße von 22,4 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog hier sagt, Warnungsmeldungen behoben. Der Vicon Andex 1304 Pro kommt auch von Giants, Downloadgröße 13,21 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Update-Distanz angepasst, kleinere i3D-Anpassungen. Der Vicon Fastbail kommt mit einer Downloadgröße von 22,62 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist auch für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Elektroanschluss hinzugefügt und kleinere i3D-Anpassungen. Das Vicon Extra Pack kommt mit einer Downloadgröße von 16,32 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, kleinere i3D-Anpassungen.
Der Quernelan iXtrack T4 kommt ebenfalls von Giant Software, Downloadgröße 48,3 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen, der Changelog sagt, Fehler behoben. Der Quernelan iXter B15, Downloadgröße 31,1 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen, der Changelog sagt, Effekte angepasst. Der Quernelan DG2 12.000, Downloadgröße 20,45 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen, der Changelog sagt, kleinere i3D-Anpassungen. Der Fiat 1300 DT kommt mit einer Downloadgröße von 12,71 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen, der Changelog sagt, kleinere i3D-Anpassungen. Der Case IH Magnum 7200er Pro Series, ebenfalls von Giant Software, Downloadgröße 23,61 MB in der Version 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen, der Changelog sagt, kleinere i3D-Anpassungen. Der Manitou MLA T533145 und dann 5, Downloadgröße 25,91 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Abnutzung und Dreckerscheinung verbessert. Der New Holland W190D, Downloadgröße 26,05 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, kleinere i3D-Anpassungen. Der Tatra Phoenix 6x6 AquaTrack kommt natürlich auch von Giant Software, Downloadgröße 12,08 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, fehlende Schlauch- und Kabelverbindungen behoben. Der Class Jaguar, Downloadgröße 26,85 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog hier sagt, Position der Modellbezeichnung angepasst. Als nächstes kommt der Grimme Variton 470 Platinum TerraTrack, Downloadgröße 49,9 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Update-Distanz der Bandlaufwerke angepasst. Der Class Dominator 108 SL Maxi kommt natürlich auch von Giant Software, Downloadgröße 42,16 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog hier sagt, kleinere i3D-Anpassungen. Dann kommt der Class Ducano mit einer Größe von 48,26 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog hier sagt, Materialien einiger Teile angepasst. Der John Deere S790 kommt ebenfalls von Giant Software, Downloadgröße 53,37 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Schneidwerksposition auf Schneidwerkwagen angepasst. Und wir kommen erstmal zum letzten Update. Und zwar betrifft dies das Lindner Unitrack Pack, kommt mit einer Downloadgröße von 51,87 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog hier sagt, Entladeeffekt behoben. Wir kommen zu der ersten neuen Mod, und zwar ist dies ein Teil des ganzen Burgo Pack, was im LS19 ein DLC war, kommt jetzt also kostenfrei in den LS22er. Und zwar sind das zum Teil die ganz, ganz großen Seemaschinen. Zum Beispiel wie hier der Bogo 3420 Paralink Hole Drill mit dem 71300er Air Card Pack. Und zwar kommt diese mit einer Downloadgröße von 54,89 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Diese Maschine kommt mit zwei Elementen. Zum einen den 3420er-100 Paralink Hole Drill, und zwar ist das dieses hier. Das ist also eine Seemaschine, die Direktsaat zulässt, kommt mit einem Gewicht von 32 Tonnen, braucht 600 PS, hat eine Arbeitsbreite von 30,5 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 18 km/h und der Preis 430.500 Euro. Dazu
kommt natürlich der R-Card, also den 71.300er R-Card, kommt mit einem Ladevolumen für Saatgut und Dünger von insgesamt 45.810 Litern, wiegt 21,8 Tonnen und kostet 331.500 Euro. Es handelt sich dabei also um eine sehr, sehr große Sämaschine. Also man braucht also viel Platz. Also auf engen Straßen kommt man hier nicht durch. Auf engeren Straßen ist es empfohlen, die beiden Teile separat zum Feld zu fahren, weil man einfach besser Kontrolle hat. Auf jeden Fall also schon die Breite dieses Aircard ist also schon größer, natürlich schon fast so groß wie eine oder so breit wie eine gesamte Straße. Also hier auf mittleren oder kleineren Farmen ist es absolut nicht denkbar, dies zu brauchen. Wem das zu groß ist, der kann einen Schritt kleiner gehen. Und zwar kommt hier dann das Bugo 3320 76 Paralink Cowdrill und den 7950er R-Card kommt mit einer Downloadgröße von 65,71 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Das Pack kommt natürlich ebenfalls mit zwei Elementen, also zum einen den 3320er 76 Paralink Cowdrill, das natürlich mit einem Gewicht kommt von 17,9 Tonnen, braucht 500 PS, also 100 PS weniger, Arbeitsbreite 23,2 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 18 km/h und der Preis 273.500 Euro. Der R-Card hierzu ist ein bisschen kleiner, hat ein Fassungsvolumen für Saatgut und Dünger von 33.475 Litern, wiegt 16 Tonnen und kostet 272.000 Euro. Wem das immer noch zu groß ist, der kann nochmal einen Schritt zurückgehen und zwar ist hier der Burgo FMS CD872-8 mit der Downloadgröße von 29,56 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser kommt mit einem Volumen für Saatgut und Dünger von 7200 Litern, wiegt 10,7 Tonnen, braucht 240 PS, hat eine Arbeitsbreite von 8 Metern, eine Arbeitsgeschwindigkeit von 18 km/h und der Preis 182.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Friedestein und Trelleborg. Die Reifenvarianten gehe ich wie immer nicht durch, daher gibt es auch keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Als nächstes kommt der Burgo SPS 360-40, Downloadgröße 20,77 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser Grubber kommt mit einem Gewicht von 18,1 Tonne, braucht 385 PS, hat eine Arbeitsbreite von 12,2 Metern und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h. Der Preis 152.500 Euro. Und dann kommen wir zum letzten Teil dieses Burgo DLC Packs aus dem 19er. Und zwar, dies ist der Burgo XR 770 Harrow. Kommt mit der Downloadgröße von 17,45 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies ein Striegel, also zum Bekämpfen oder Entfernen von kleinem Unkraut. Wiegt 8 Tonnen, braucht 350 PS, hat eine Arbeitsbreite von 21,3 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h. Hier kann beim Design Folgendes geändert werden, und zwar von der XR 7770 XR 7790 und zwar erweitert dies die Arbeitsbreite auf 27,4 Metern. Wir verlassen das Burgo Pack, kommen zum Load King Distinction, kommt ebenfalls von Giant Software, Downloadgröße 12,49 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Hänger mit einem Volumen von insgesamt 51,8 Kubikmetern, einem Gewicht von 8,4 Tonnen und maximalem Zulassgewicht von 23,6 Tonnen. Der Preis 73.000 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Weiß und Schwarz. Die Designfarbe haben wir eine ziemlich kleinere Palette zur Auswahl. Und die Felgenfarbe haben wir Weiß, Phantom Schwarz und Schwarz zur Auswahl. Wir kommen zum ersten Traktor. Und zwar ist das die New Holland T7 Series. Kommt von Blau Air, Downloadgröße 10,15 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen.
Und zwar kommt dieser standardmäßig mit einer Leistung von 195 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 395 Litern, 48 Litern DEF, Maximalgeschwindigkeit 50 km/h, Gewicht 9,6 Tonnen. Der Preis 167.000 Euro. Hier können verschiedene Konfigurationen gewählt werden, und zwar einmal die Standard, dann die Blue Power und dann die Fiat Agri und zurück zu Standard. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, WKT, Wredestein, Nokian und Trelleborg. Die Reifenvarianten gehe ich nicht durch, wie immer. Dann kann hier bei den Anhängerkupplungen das Frontgewicht entsetzt werden mit einer 3-Punkt-Kupplung oder wieder zurück zum Frontgewicht. Dann kann ein Frontlader angebaut werden, und zwar den Quickie, den Hauer oder keinen. Dann bei der Motorenausführung haben wir die 195er S mit 195 PS, die 215er S mit 215 PS, die 230er mit 230 PS, die 245 mit 245 PS und die 260er mit 260 PS und natürlich noch die 270er mit 270 PS. Wir kommen zum Salford 8312, kommt ebenfalls von Giant Software, Downloadgröße 8,06 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Pflug mit einem Gewicht von 10,7 Tonnen, braucht 360 PS, Arbeitsbreite 6,2 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h und der Preis 65.000 Euro. Hier gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum Steyr Terros CVT, der kommt von Austria Modding, Downloadgröße 14,47 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Steyr CVT in einem Park von zwei Traktoren, und zwar einmal mit dem kurzen Radstand und einmal mit dem langen Radstand. Wir fangen mit dem kurzen Radstand an. Dieser kommt standardmäßig mit 150 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 390 Litern, 48 Liter DEF, 50 km/h Maximalgeschwindigkeit, einem Gewicht von 8,5 Tonnen und dem Preis von 148.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Wredestein und Trelleborg. Die Reifenvarianten gehe ich wie immer nicht durch. Dann beim Design kann gewählt werden der Spiegel alt, Spiegel neu, Spiegel alt und breite Kotflügel, Spiegel neu und breite Kotflügel und zurück zu Spiegel alt. Dann kann ein Frontlader angebaut werden, und zwar einmal die Quickie, den Hauer oder keinen. Wie die Motorenausführung gibt es in die 6150er mit 150 PS, die 6150er Boost mit 165 PS, dann gibt es die 165er CVT mit 165 PS, die 165er CVT Boost mit 180 PS, die 175er CVT mit 180 PS und davon gibt es die Boost-Version mit 200 PS und das waren dann alle möglichen Motoreneinstellungen, die zu wählen sind. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Steyr Weiß, Grau Metallic, Weiß Metallic, Schwarz und Hauer Grau. Und zwar betrifft es hier vorne diesen Teil, also diese Haube hier, plus das Dach des Traktors. Die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Steyr Rot, Rot Metallic, Kommunal, Schwarz Metallic, Schwarz und Hauer Grau. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Und bei den Felgenfarben haben wir Standard Weiß Metallic, Grau Metallic und Schwarz. Dann haben wir die größere Version, also die mit dem langen Radstand, kommt mit einer standardmäßigen Leistung von 185 PS, 390 Liter Tankfüllmenge für Diesel, 48 Litern DEF, 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht 8,6 Tonnen. Der Preis 188.000 Euro. Hier haben wir X-Equal dieselben Einstellungsmöglichkeiten, außer natürlich bei den Motorenausführungen, und zwar haben wir die 185er CVT mit 185 PS, davon haben wir die geboostete mit 200 PS, dann gibt es die 6200er CVT mit 200 PS, davon gibt es die geboostete mit 220 PS, dann kommt die 220er CVT mit 220 PS, davon gibt es auch eine Boost-Version mit 240 PS,
Dann gibt es die 240er CVT mit 240 PS. Davon gibt es die geboostete mit 260 PS. Dann gibt es die 185er CVT zurück zu 185 PS. Die Farbauswahl sowohl bei der Haupt-, der Design- und der Felgenfarbe ist identisch wie mit dem Traktor mit dem kurzen Radabstand. Dann kommen wir zum Kuhn SR314, der auch von Giant Software kommt. Downloadgröße 6,35 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Schwader mit einem Gewicht von 1,1 Tonnen, braucht 35 PS, hat eine Arbeitsbreite von 8,5 Meter und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h. Der Preis 19.000 Euro. Wir kommen zum Metrepack und zwar kommt dies von Nikopix und Nikodu 55, Downloadgröße 45,1 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit etlichen Anhängern und zwar zum ersten Mal den Atlas 18. Das ist ein normaler Schüttgutanhänger mit einem Volumen von 24,2 Kubikmetern Standard, einem Gewicht von 6,7 Tonnen, maximales Zuladegewicht 21,3 Tonnen und der Preis 30.300 Euro. Die Konfiguration hier kann geändert werden zu Getreidebordwanderhöhung, dann Silagebordwanderhöhung und zurück zu Standard. Die Getreidebordwanderhöhung lässt das Volumen auf 29,2 Kubikmeter ansteigen und die Silagebordwanderhöhung auf 39 Kubikmeter. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Nokian, BKT, Wredestein, Michelin und Trelleborg. Beim Design kann hinzugefügt werden, eine Plattform oder ohne. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Rot und Gelb. Als nächstes kommen zwei Miststreuer, und zwar einmal den Vulcan 200 Simple und den Vulcan 200 Doppel. Der Unterschied hier, natürlich der eine hat eine Doppelachse und der andere hat das alles auf einer Achse. Der Vulcan 200 Simple kommt mit einem Volumen von 19 Kubikmetern, wiegt 7,5 Tonnen, hat ein maximales Zuladegewicht von 13,5 Tonnen, braucht 200 PS, hat eine Streuweite von 12 Metern, 20 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und der Preis 35.500 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden zu Bordwanderhöhung Holz, was das Volumen zu 21 Kubikmeter anwachsen lässt. Dann haben wir die Bordwanderhöhung, die natürlich das Volumen gleich behält und zurück zu Standard. Bei den Farboptionen haben wir dasselbe wie vorhin, Rot oder Gelb. Ansonsten gehen wir gleich weiter. Und zwar mit dem Vulcan 200 Doppel, hat exakt dieselben Spezifikationen, der Preis 49.500 Euro und hier haben wir nur die Option eben von diesen doppelten Reifen oder mit den zwei Achsen, die wir am Hänger haben. Das ist der einzige Unterschied. Dann kriegen wir drei verschiedene Ballenwagen und da gehe ich jetzt nicht in jeden einzelnen genauer ein. Also wir haben den 9 Meter, die 10 Meter Version, die 9 Meter zu 15.400 Euro. Die 10 Meter zu 17.100 Euro und wir haben die noch größere Version, also den PM6R200 zum Preis von 19.450 Euro. Hier haben wir die Option zu sagen, bezüglich dem Klappmechanismus einmal Rundballenaufbau, Rundballenaufbau 2, Quaderballenaufbau und Quaderballenaufbau 2. Auch hier haben wir dieselbe Farbpalette wie bei den vorhergehenden Modellen. Und als letztes haben wir den Dump, also den Muldenkipper, respektive den Halfpipe-Kipper. Der kommt mit einem Volumen von 10,8 Kubikmeter, wiegt 7,2 Tonnen, maximales Zuladegewicht lediglich 3,8 Tonnen, der Preis 43.500 Euro. Hier haben wir die Version des Dump 18T. Oder die 21T, welches das Volumen auf 12,8 Kubikmeter erhöht. Des Weiteren haben wir die Hauptfarbe, die haben wir dieselben Farboptionen wie vorhin schon. Des Weiteren haben wir die Reifenmöglichkeiten zwischen Trelleborg, Nokian, BKT, Wredestein und Michelin.
Die nächste neue Mod heißt Fliegenballen Transportkreuz, kommt von Rick Black, Lavalier TWD Modding, Downloadgröße 0,77 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieses Kreuz kommt mit einem Gewicht von 30 Kilogramm und kostet zu 100 Euro. Weitere Konfigurationsmöglichkeiten haben wir hier nicht. Wir kommen zum Le Bulge Gold K150, Downloadgröße 14,57 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Dieser Mod kommt von LDM Studio und bringt uns einen Kipper mit dem Volumen standardmäßig von 15 Kubikmeter, einem Gewicht von 6,8 Tonnen, einem maximalen Zuladegewicht von 8,2 Tonnen und dem Preis von 10.500 Euro. Hier gibt es verschiedene Erweiterungsmöglichkeiten, und zwar einmal den Korn einzeln, das ist dann 16,5 Kubikmeter, Korn doppelt, was dann auf 18 Kubikmeter ansteigt. Dann haben wir die Möglichkeit Kartoffel links, Kartoffel rechts, was dann jeweils 17 Kubikmeter ist, und Silage einzeln, 16,5 Kubikmeter und Silage doppelt, 18 Kubikmeter. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Michelin, Nokian und Trelleborg. Dann gibt es eine Sicherheitsausstattung, das ist entweder keine oder eine Rundumleuchte, reflektierendes Band oder beide Optionen zusammen. Bei den Markenfarbe kann gewählt werden, ob dies die Le Bulge Serie ist oder die Class Version. Und die Felgefarben haben wir die Möglichkeit zwischen Silber und Class Rot. Als nächstes haben wir das Planiergerät, kommt von Black Ice Modding, Downloadgröße 2,04 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieses Planiergerät kommt mit einem Volumen von 1500 Litern. Ich nehme mal an, dass es einfach das vorne weggeschoben wird, also eine Füllmenge wird hier zwar angegeben, dem Gewicht von 200 Kilogramm und der Arbeitsbreite von 2,5 Meter. Damit kann wahrscheinlich einfach Schnee geschoben werden oder andere Materialien abgeschabt oder verschoben werden. Der Preis 2500 Euro. Die Hauptfarbe kann geändert werden aus der Standardpalette und weiter gibt es keine Konfigurationsmöglichkeiten. Die nächste neue Mod heißt Rittemarker Siva 180, kommt von Mephio FS und Proxim. Downloadgröße 5,2 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies natürlich ein Anhänger für Häckselgut, also Stroh, Grassilage und so weiter, mit einem Volumen von 35 Kubikmeter, einem Gewicht von 5,8 Tonnen und kostet 40.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Friedestein, BKT und Trelleborg. Und die Felgenfarbe kann geändert werden zwischen Orange, Grau und Silber. Als nächste neue Mod haben wir den Rabe MKE 300, kommt von Marcello 22, Downloadgröße 5,15 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar handelt es sich hier entweder um einen Grubber oder um eine Kreiselecke. Also die Mod-Beschreibung sagt, es ist eine Kreiselecke und hier wird es als Grubber angeboten. Schauen wir mal hier. Also es kann in der Kategorie Scheibenecken gefunden werden. Hier wird es zwar als Grubber verkauft. Das Gewicht 910 Kilogramm, braucht 95 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h und den Preis von 15.000 Euro. Der Aufkleber kann geändert werden von neu zu alt oder neu. Dann kann hinten die Walze oder die Welle verändert werden von der Rohrstabwalze zu der Packerwalze und zurück zu der Rohrstabwalze. Und bei den Farboptionen haben wir das Blau und das Dunkelblau als Auswahl. Die nächste neue Mod heißt Joskin Modulo 2, kommt von STV Modding, Downloadgröße 9,82 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieses Güllefass kommt mit einem Ladevolumen von 15,8 Kubikmeter, einem Gewicht von 6,1 Tonne, braucht 150 PS, Arbeitsbreite oder Sprühweite von 12 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 17 km/h und den Preis von 65.385 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Trelleborg, Michelin, BKT, Friedestein, Nokian und wieder Trelleborg.
Dann kann die Hauptfarbe geändert werden zwischen Standard, Silber und Grün. Die Designfarbe kann geändert werden zwischen Grün und Schwarz. Und zwar sind das die Anbauteile. Und natürlich die Felgenfarbe, die kann gewählt werden zwischen Gelb, Grau, Silber, Schwarz und Spezial. Achtung, hier gibt es keine Möglichkeit, das Nummernschild hinzuzufügen oder zu verändern. Wir kommen zum MA-AG-Pack, das von SMI Modding Team kommt. Downloadgröße 20,37 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack zum einen mit einem Tiefenlockerer. Der wiegt 3 Tonnen, braucht 150 PS, hat eine Arbeitsbreite von 5 Metern, eine Arbeitsgeschwindigkeit von 12 km/h und dem Preis von 16.890 Euro. Das nächste Teil ist ein grober mit einem Seeaufsatz, und zwar mit einem Volumen von 600 Liter für Saatgut, einem Gewicht von 16,5 Tonnen, braucht 220 PS, Arbeitsbreite 5 Meter und die Arbeitsgeschwindigkeit von 21 km/h. Der Preis mit dem Aufsatz ist bei 76.590 Euro, Standardpreis 64.690 Euro, wenn man dieses Aussatzsystem nicht hinzufügt und es nur als grober in dem Sinne benutzen möchte. Was mich erstaunt, ist die Arbeitsgeschwindigkeit von 21 km/h. Das könnte wahrscheinlich eine der schnellsten Seemaschinen sein. Wir kommen zum Devran Meißelgruber Pack. Kommt von Fred Modding, Downloadgröße 23 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieses Pack mit 5 verschiedenen Einheiten, und zwar einmal einem Meißelgruber, also einem Gruber. 3 Meter Arbeitsbreite, braucht 120 PS und wiegt 1,6 Tonnen. Preis 4.000 Euro. Dann gibt es den Meißelgruber 4 Meter. Der kostet dann 5.000 Euro, wiegt 1,7 Tonnen und braucht 140 PS. Dann haben wir einen 4 Meter, der faltbar ist. Der kostet 8.000 Euro, braucht 140 PS und wiegt 1,7 Tonnen. Dann gibt es die 4,5 Meter Version zu 9.000 Euro, braucht 150 PS und wiegt 1,9 Tonnen. Und dann gibt es noch die 6 Meter Variante und die ist ebenfalls faltbar, wiegt 2,9 Tonnen, braucht 180 PS und hat hier Arbeitsbreite von 6 Metern natürlich. Der Preis 10.000 Euro. Wir kommen zu der BMFR2 Greiferschaufel. Die kommt ebenfalls von Fred Modding, Downloadgröße 3,77 MB in der Version 1.0 und ist auch für PC und Mac. Diese kommt auch in der Version von 2 verschiedenen Einheiten. Einmal die Version der 2 Meter, und zwar für 2.000 Euro. Hat ein Ladevolumen von 2.000 Litern, wiegt 630 Kilogramm und kann gewählt werden, entweder ohne oder mit den Seitenwänden am Frontblatt. Hier mit Seitenwände, Seitenwände mit Frontblatt und so weiter. Das sind also 4 Möglichkeiten, die wir hier haben. Dasselbe gilt für die größere Version, die hat dann 2,45 Meter Arbeitsbreite oder Volumen. Volumen hier 2.500 Liter und ein Gewicht von 730 Kilogramm. Der Preis 2.500 Euro. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar heißt diese Milcherweiterung, kommt von Yellowneck, Downloadgröße 1,15 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist diese zu finden in Silo Erweiterungen im Baumenü, und zwar unter Gebäuden. Dies ist eine Erweiterung für die Milchkapazität des Kuhstalls. Also hier kann quasi diese Kapazität erweitert werden. Erweiterung ist dann 55.000 Liter, kostet 46.500 Euro und kostet 100 Euro Unterhalt pro Tag. Es wird empfohlen, der freie Platzierungsmodus zu aktivieren, um dies entsprechend passend hinzuzusetzen. Wir kommen zu der amerikanischen Garage. Diese kommt von Occused Mod, Downloadgröße 2,15 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Natürlich ist diese zu finden unter Gebäuden und Hallen. Und zwar ist dies diese hier. Der Preis 25.000 Euro. Hier können verschiedene Sachen geöffnet werden. Also zum einen mal die Tür hier. Dann, was interessant ist hier, wenn man das Tor hier öffnet, geht hier oben diese quasi Leuchte an, die Betriebsleuchte.
Wenn das oben angekommen ist, geht diesen natürlich aus, also so wie das sein sollte. Davon gibt es zwei in dieser Art und dann gibt es noch eine andere Öffnung hier. Das öffnet sich zwar ein bisschen schneller, aber hat aber nicht diese Option hier oben. Des Weiteren kann hier das Licht, das Innenlicht angeschaltet werden. Das Außenlicht ist davon nicht betroffen. Das wird wahrscheinlich dann automatisch hinzugeschaltet, wenn es dunkler wird. Auffallend hier ist die detailreiche Textur, also sehr, sehr fein aufgelöst. Ganz schön gemacht. Super. Als nächstes kommen wir zu der Garden Lounge. Und zwar kommt diese von Bardegau. Downloadgröße 2,6 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar gibt es davon zwei. Und zwar zum einen bei Dekoration und Sonstigem kann diese als platzierbares Objekt hinzugefügt werden. Oder eben auch unter Gebäuden und Farmhäuser haben wir dieselbe. Die hat dann noch einen Schlaftrigger mit eingebaut, damit wir auch in der Lounge mal ein Nickerchen machen können. Der Preis der Lounge zum Dekorieren 450 € und die Version mit dem Schlaftrigger 500 €. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt diese große Halle, kommt von Rashak, Downloadgröße 5,29 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das diese Halle hier, kostet 325.000 € zum Platzieren und 100 € Unterhalt pro Tag. Und jetzt dankt ihr natürlich, ja, so eine Halle haben wir doch schon. Dann schauen wir mal rein. Dann seht ihr nämlich, dass das hier eine unterschiedliche Halle ist. Hier sind fest verbaut diese Heavy-Duty-Gestelle. Da kann man also entweder Big Bags, Paletten, was auch immer, Gerätschaften, Anbaugeräte und so weiter können hier entsprechend gelagert werden. Ihr könnt natürlich auch entsprechend dies als Lagerort für eure Palettenproduktion oder Produktionspaletten hier lagern. Hier, also das ist wäre diese Halle hier. Hat natürlich auch wie überall das Licht, das eingeschaltet werden kann, per Fernbedienung. Damit kommen wir nämlich auch gleich zu der letzten neuen Mod. Und zwar heißt dieses Pionier Saatgut, kommt von Z84, Downloadgröße 2,54 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar finden wir hier eine ganze Anzahl an verschiedenen Säcken und Paletten. Zum einen Saatgut oder ein Saatgut. Sagt, dann heißt es hier zwar entweder Raps oder Wheat, dann Mais, Sojabohnen oder Sonnenblumen. Es handelt sich aber immer, es ist zwar nur dekorativ, aber es handelt sich immer um Saatgut. Entweder der Sack von 25 Litern für 25 € oder die Palette von 1050 Litern für 950 €. So, das waren die Mods für heute. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei all denen, die bis zum Ende durchgehalten haben. Ich weiß, es war eine große, große Menge an Mods und Updates, die heute besprochen wurden. Giants hat übers Wochenende, ich weiß nicht was gemacht. Auf jeden Fall, das war die Summe an neuen Mods und Updates, die heute herausgekommen sind. Wie wir hier sehen, wir haben nichts bewegt, also diese Sachen können sich also wirklich auch bewegen, wenn nicht gerade diese gebraucht werden. Also wir haben da nichts bewegt, jetzt hat sich das völlig quergestellt hier, auch der John Deere hat sich hier quergestellt. Also Achtung bei diesen Mods, also die können zwar sehr zeitsparende Funktionen haben, aber da muss man auch gut aufpassen, wo man die dann abstellt, wenn man sie gerade nicht braucht. Die bewegen sich also hier. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob es am Mod liegt oder an was es liegt. Ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank fürs dabei sein. Bitte lasst mir doch einen Daumen da, falls euch diese Mod-Vorstellung gefällt. Und falls ihr keine weiteren dieser Mod-Vorstellungen verpassen möchtet, dann holt euch doch gerne das Abo ab. Wir sind morgen auf einem Livestream natürlich um 18 Uhr wieder dabei. Und zwar werden wir da dann quasi das Antonio Carraro Pack bereitstellen. Und die gerne das testen möchten und Erfahrungen austauschen möchten mit uns, die können natürlich dann gerne daran teilnehmen. Und ja, dann schauen wir, was wir daraus machen, ob dieses Antonio Carraro Pack wirklich so ein großer Hype ist oder ob das wirklich tatsächlich eher ein Nischenprodukt ist.
Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, tschüss und hasta luego.